So, herzlich willkommen von WOMADventure zum neuen Video. Ja, heute war ganz ein strenger, anstrengender Tag, ist viel gelaufen, das seht ihr dann im nächsten Video. In diesem Video geht es zuerst einmal zu einem Stausee und von da geht es dann weiter kurz zum Reiten und dann geht es sofort weiter Richtung Osten auf der Autobahn durch extreme Gewitter, Fronten und dann werden wir ins Landesinnere fahren an einen ganz besonderen Ort, wo wir insgesamt 3 Nächte verbracht haben und was wir da erlebt haben. In diesen kleinen Dörfchen mit speziellen spitzigen Steinen erfährt ihr jetzt ein Teil davon, wenigstens in diesem Video. Okay, viel Spaß beim Schauen und wir sehen uns bald wieder. So, wir sind weiter unterwegs Richtung Osten, gebirgig, da am Schwarzen Meer ist es ziemlich gebirgig, es geht hoch und runter, fast alles, fast serpentinenmäßig manchmal. Aber du willst jetzt wissen, oder? So, meine Lady, ja, will, wissen. Ja, meine Lady will reiten gehen und der schickt mich da diesen steilen Berg hoch. Aber ja, dann machen wir das halt. Da oben sei das Camp Base, was auch immer das heißt. Aber das haben wir ja so ein Teil. Aha. So, das scheiß Kabel, ey. Campbase, super, ey. Oh, da sind die Bienen. Sitzt auf dem Pferderücken, die Bremsen machen uns verrückt. Es ist doch ein bisschen früh am Tag und noch heiß. Und ich habe einen riesigen tollen Ausblick hier. Oh, jetzt gibt es den Trab weiter. So, da hinten stehen wir am Reitplatz. Oben am Hügel. Und jetzt geht es wieder zurück. Sehr schöne Reitstunde. Ganz tolles Pferd war das. So, das ist unser Stellplatz an einem Stausee, auch die Türken sind da, aber ein Gewitter naht und es sieht herrlich aus. Der See hat eine schöne Farbe angenommen, fantastisch. So, wir sind am Weiterfahren. Wir haben uns schön Zeit genommen, dann kam ein Gewitter, alles wurde nass und ich kam fast nicht mehr hoch von der Wiese, Schlamm, musste die Speere reintun, bessere Spur wählen und dann ging es gerade so knapp hoch. Ja, also es geht schnell und dann bleibt man stecken, aber ging nochmal alles gut. Erde ist runtergeflossen. Ja. Also ihr seht da, Gewitter war und dann ja, wandelt sich die Straße in eine Piste. Wir sind auch ein bisschen abseits, fahren jetzt wieder zur Hauptstraße. Ja, was ist denn da passiert? Hä? Stück Straße mal weg und jetzt haben sie es neu aufgebaut irgendwie, aber noch nicht geteert. Also dieses Bild ergibt sich immer wieder, überall Moscheen, fast in jedem Dorf steht eine Moschee. Verlauf 1,5 Kilometer.
das ist das Geile in diesen Ländern. Überall, außer da in Mitteleuropa, Deutschland, Schweiz und weiss der Geier wo. Kaum Verkehr auf der Autobahn. Sobald man ein bisschen außerhalb ist, es hat einfach Platz. In Spanien ist es genauso, in Griechenland auch. Ladies and Gentlemen, schnallen Sie sich an, wir überfahren eine Gewitterfront. Es blitzt und donnert kräftig. Wenn wir Glück haben, werden wir nicht erschlagen. Und wir durchqueren jetzt einfach dieses Unwetter in der Hoffnung, dass wir es überleben. Ansonsten, es hat mir Spaß gemacht, mit euch allen YouTubern zuschauen. Macht es gut. Wenn ihr dieses Video seht, habe ich es überlebt, sonst halt nicht. So einfach ist das. Noch leben wir, aber starke Unwetterfront. Wir sind, glaube ich, mittendrin. Und die läuft genau in unsere Richtung. Die kam ja über uns, nur am Rand, aber jetzt sind wir echt mittendrin. Zum Glück sind wir losgefahren vom Stausee, weil wir kamen da fast nicht mehr raus. Nur mit Sperren und neuer Fahrspur, das waren eigentlich nur 10 Meter. Aber es geht halt hoch und dann rutscht das schnell mal, aber wir haben es geschafft. Ein Unfall nach dem anderen, die fahren oder rasen zu schnell, keine Ahnung, die fahren sich alle in den Arsch da. Ab und zu gibt es eine riesen Wasserlache, rechts oder links, ich habe auch gerade eine durchquert, das bremst dann extrem. Ich bin zum Glück genügend schwer, passiert nichts, aber trotzdem. Also wir haben jetzt, glaube ich, schon 4 Unfälle gesehen auf diesen 50 Kilometer oder 60, was auch immer das sind, ja. So, ich esse gerade das letzte Biberli aus der Schweiz. Biberli. Und jetzt frage ich mich, wir sind ja in der Türkei, überall sieht man Abfall. Soll ich mich jetzt kulturell integrieren und den Abfall auch rausschmeißen, wie es alle machen, oder was denkt ihr? Eher nicht. Was meinst du? Also du meinst jetzt einfach Fenster runter und raus? Und raus. Ja, so wie die Einheimischen. So wie die Einheimischen. Da bin ich doch ein gutes Integrationsbeispiel, oder? Dass ich dann wieder komme und den Müll wieder aufheben muss. Ah, stimmt. Sie sammelt immer an jedem Rastplatz den Müll im Umkreis von etwa 20 Meter auf. Ja. Vorbildlich. Also das wäre dann eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für mich, was du da vorhast. Sozusagen. Und du meinst, das sei eine schlechte Integration eigentlich? Ne? Also ich glaube, wir verzichten also, auf die Art der Integration. Also man soll sich nur an guten Dingen integrieren, aber nicht an nicht guten. Also gut, dann haben wir es jetzt. Also wie immer bleibt der Abfall da drin. Schon wieder ein Unfall. Guckt euch das an, LKW. Immer wieder riesen Schlaglöcher, hey, das schüttelt dich umher, den Kaffee muss ich in die Hände behalten, nicht da drin, sonst schüttet er raus. Und für das muss man noch bezahlen, stellt euch vor. Also essen, trinken, fahren. Ins Handy gucken, fahren, reden, Video machen, alles gleichzeitig. Nur scheißen tue ich nicht. Das wollten jetzt bestimmt alle wissen. So, willkommen in Deutschland. Stau. Jetzt fühle ich mich wieder zu Hause, kann man sagen. Ah, ist das schön, den Stau anzugucken, ohne selbst drin zu sein. Wow, das ist eine Straße durchs Gebirge her. Aber holprig. Holprig. Das nennen die Autobahn. Wow. So, wir fahren ein bisschen übers Gebirge und überall gibt es diese Teebuden, sag ich mal. Diese Händler da, die Tee machen und anderes Zeug verkaufen. Ja, ich sehe das gerne. Erinnert mich an Tunesien. Die waren einfach kleiner da. Da einen sehr steilen Pass hoch, beziehungsweise jetzt wieder runter. Der Ismet-Pass, der ging extrem steil und auch jetzt noch. Mit
mit Motorbremse, vierte Gang, kann ich diesen großen Bären hier bändigen. Die Autobahn haben wir verlassen, weil wir jetzt einen besonderen Ort angucken, nämlich besondere Steine. Ja, landschaftlich wunderschön hier. Das erinnert mich ein bisschen an Marokko, landschaftlich her und auch von der Straße. Dieselbe karge Landschaft, das war sicher mal alles Wald. Die Osmanen haben da ganze Arbeit geleistet, um ihre Kriegsflotte oder was auch immer aufrecht zu erhalten oder zu bauen. Ja, rechts hat es noch ein paar Büsche, aber das ist Kleinwald. Ah, da rechts wieder mal ein Dorf, sonst sieht man keine Häuser, nur karge Landschaft. Hier sogar Ackerbau, aber das meiste ist einfach karg. Ja, das sieht doch schön aus von hier oben, ey. Da rechts die alte Straße. Im Dorf seine zwei, drei Minaretten und jetzt ist die Straße plötzlich fertig. Jawohl, das ist Türkei, aber es gibt einen Ausweg. Also man merkt, wir sind da ein bisschen im Landesinneren. Bauphase. Und das gehört auch zu der Türkei. Schafherde. Das sieht schön aus. Da kommt man über eine Kuppe und plötzlich ein Stück Wald. Und Schlaglöcher. Und was für ein Teil da. Das ist auch eine große Kuppe, sieht toll aus. Und zack, dieses Bild. So, wir sind am Ziel. Nach 600 Metern rechts abbiegen. Wollen wir was anschauen? So, sind wir ein bisschen nebenan. Da ist eine Brücke. Also wir müssen wieder auf die andere Seite. Soll ich mal aussteigen? Und wir fahren jetzt einfach blind durch diesen Fluss. Aber der ist ja nicht tief. Aber rutschig ist er. Sehr rutschig. Natürlich, aber da hinten, das ist unser Ziel. Ihr seht da die Löcher in den Felswänden. Es waren wohl mal Wohnungen, vielleicht sogar Grabstätten. Gibt es übrigens viele in Tunesien. Türkei natürlich. Hier der Entenvater. Spannend, hier ist wohl kaum mal ein Tourist. Hä? Die gucken alle, was denn das für ein Teil ist. Die denken vermutlich ein Möbelwagen. Eine will hierher ziehen. Memleketlere. Türkiye, İngiliz, Swiss, Schweiz, Schweizer,
So, jetzt gibt es ein Dog-Selfie. Kids haben mir gesagt, dass es sieht aus wie ein Löwengesicht. Da mache ich jetzt gleich mal ein kurzes Video davon. Und wir haben hier Begleitung. Die haben uns den Weg gezeigt, wo wir unsere Sehenswürdigkeiten sehen können. Und wir sprechen hier Türkisch-Englisch-Deutsch-Mischung. Klappt alles prima. So, ein Haufen Kinder verfolgen uns. Das ist so. Normal bin ich mich auch gewohnt von Marokko. Also ist natürlich klar, wir wurden eingeladen und jetzt dürfen wir mal schnell in diesen Hof reinschauen, wie die Leute da so leben. Hinter dieser wunderschönen Kulisse, wo man nie weiß, ob die Spitze abbricht. So, wir wurden zum Essen eingeladen und essen zum ersten Mal türkisch. Hier bei diesen netten Herren und Damen und Kindern natürlich. Ja, gestern haben wir uns noch ein bisschen vom Dorf abgesetzt. Wir bevorzugen eher ruhigere Plätze und sind ein bisschen einfach weiter gefahren, dem Fluss entlang, aber nicht weit, so, was sind das, 400-500 Meter. Und jetzt haben wir einen super Platz erwischt, da direkt am Bach. Also wir haben echt einen wunderschönen, idyllischen Platz. Am Morgen war es 13 Grad Nebel und dann kam die Sonne und hat den Nebel gleich aufgefressen und jetzt ist er weg. Da hinten diese schöne Steinkulisse, Schafherde. Tja, und da der Bach, da kann man spazieren. Ein Traum hier. Die Frau ist einfach unglaublich. Egal wo wir sind, sie sammelt den Abfall ein. Wahnsinn, hä? Schön. Der René ist jetzt auf Motivjagd. Er will Fotos machen, will sich alles von ganz von nah angucken. So, extra für euch und auch für mich da hochgekraxelt. Oh, und ihr seht, das sind ja nicht Höhlen, sondern Gräber. Das sind Gräben, da wurden früher die Toten reingelegt. Weiß man ja auch aus der biblischen Geschichte. Da gab es mal jemand, der wurde auch in ein Höhle gelegt oder in ein Grab, in ein Felsengrab. Ja, wunderbar. Schöne Gegend. Bisschen abseits von unserem Platz. Wir mussten ein bisschen wandern. Seht ihr den Reiter? Ganz speziell. Wow. Der kam von da oben, vom steilen Hang, treibt seine Kühe runter. Hey, das ist ja wie ein Texas. Hey. Da kommt der Genghis Khan. Mit seinen Kühen. Geil, hier eine Flussüberquerung. Oh Gott, ist das schön, hey. Das ist Genghis Khan, Ureinwohner. Hey. Oi, 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 das sind Hunde, hey. Guckt euch das an, hey. Das ist ja echt wie ein Traum, hey. Hier eine unberührte, fast unberührte Naturlandschaft. Ach Gott, ist das schön. So, ich laufe jetzt einfach mal den Fluss entlang, schon über einen Kilometer und es hört nicht auf. Eigentlich nimmt mich Wunder, ob ich da durchfahren kann. Die meinen nein. Oh, da sind die Steine. Ja, so geil. Das ist etwa nicht Kappadokien. Nein, völlig unbekannt. Keiner kennt's.
Und das ist das Spannende daran, alles, was nicht touristisch erwähnt wird, zu entdecken. Weil halt, ja, du bist einer der wenigen, plus die Einheimischen, die das wissen. Ah, ist das schön. So, die Angie hat schon mal Freundschaft geschlossen. Immer gut, ein läufiges Weibchen dabei zu haben. Aber jetzt muss ich aufpassen. Oh, das wird ein Riesenteil geben. Ja, die hält. So, müssen die durchqueren mit einem läufigen Weibchen. Angie, die will natürlich hinhalten. Nein, komm da. Komm, Haus, komm, Jemme. Und meine Suri, meine Chiara, die haben gar keine Angst vor den Kühen, aber sie werden auch durstig. Jetzt ist es langsam 10 Uhr. Ja, Kühe sind extrem neugierig. Und das ist ja nur mal die Hälfte der Herde. Um mich herum nur Kühe. Alle wollen die Hunde angucken. Eine ganze Herde neugieriger Kühe. Ist das süß. Das hier ist eine Mühle, oder es war eine Mühle. Wieso ich das weiß? Weil ich Mühlsteile gefunden habe. Nicht hier, an der anderen Stelle, wo genau die gleichen Trichter sind. Also das Wasser muss mal höher gelegen sein, vermutlich. So, ich bin auf der anderen Seite. Ich laufe die Piste ab und Sandra geht den gleichen Weg zurück. Hallo! So, hier rein wurde das Korn runtergeworfen. Dann ging es in die Mühle und da unten, da seht ihr die Mühlsteine. So überquert man hier einen Fluss für Fußgänger. Fußgängerpassage, ich hoffe die Steine wackeln nicht, sonst fliege ich da. Oh, der hat gewackelt. Hast du gesehen? Interessant. Ja, bin drüben. Geil. So, das war jetzt eine nicht geplante Wanderung, ein Rundgang, eine Seite vom Fluss vorne und wieder zurück, auf der anderen, da ist mein schöner Camper und wartet auf mich. Ach, ist das geil, wir fühlen uns der Zeit zurückgesetzt. Die Kühe werden da zum Fluss runtergeführt, damit sie saufen können. Herrlich. Wie in alten Zeiten. Wir sind jetzt hier in diesem kleinen netten Dorf Sekeli, hier in der Türkei, und waren gestern hier zum Essen hier eingeladen und heute Morgen dann noch in dieser herrlichen Natur, aber außerhalb des Dorfes zum Wandern. Tja, und warten ja eigentlich auf den Sebastian. Der ist nämlich mit der Elli zusammen in die Werkstatt gefahren mit dem Mercedes, weil er beim Kreuzgelenk ein Problem hat. Und dort wird jetzt repariert. Währenddessen wir hier festgestellt haben, es gibt ebenfalls ein Problem und haben mal wieder eine Outdoor-Werkstatt eröffnet. Ich habe gerade ein Problem festgestellt, das ich jetzt am Lösen bin, hoffentlich. Die Bremszange hinten löst sich nicht. Jetzt hat sich ein Bremsklotz, der linke, mehr abgenützt als der andere. Jetzt muss ich die Bremszange gucken, dass ich die wieder gängig mache, dass die da so hin und her rutscht. Schön, weil die klemmt jetzt ein bisschen. Bei der Kontrolle gesehen, scheiße. So, jetzt gucke ich mal um die Ecke in den Schatten. Da ist René gerade am Arbeiten. Denn er hat festgestellt, die Bremsen hinten, die Bremsbeläge nutzen sich unterschiedlich ab, und jetzt möchte er da was dagegen unternehmen. Also das Problem ist, ich zeige es euch gleich, zuerst die Demontage. Zuerst das Teil raus, ich glaube ein 10er Imbus, die kann man eigentlich gut lösen. Schauen, dass der Imbus richtig ganz dünn ist, jetzt macht er ihn rund. Weil nachher ist es erstens leichter, zweitens kann man die Klötze dann ganz einfach rausnehmen.
Dann hinten die Federplatte natürlich, die seht ihr sofort, die muss raus. Und dann müsst ihr die Zange abmontieren, das sind 4 18er Schrauben, auch von hinten, die sind hier dran, hier. Und bevor ihr das macht, natürlich den Kolben hier zurückdrehen, du musst reindrücken und entweder an der Imbus drehen, wenn es geht, wenn es nicht geht, am Kolben leicht drehen, dann geht die auch zurück. Der andere kann man einfach reindrücken. Das Grundproblem ist, der Schwimmsattel, sogenannte, der war gut, der war nass, der war trocken. Das heißt, da hat er geklemmt und dann geht er nicht mehr zurück. Die Zange drückt hier drin, hier gibt es eine Gegenkraft und dann drückt es von einer Seite immer auf den Klotz und wenn der sich nicht löst, dann bremst das immer ganz leicht und deswegen haben wir hier verschiedene Abnutzungen. Und jetzt muss man das einfach reinigen. Hier habe ich schon die Löcher. Das kann man einfach rausziehen. Das kommt also hier rein. Da rein. Da sind noch 2 Manschetten da oben. Und jetzt muss man das gut reinigen und nachher mit hitzebeständigem Fett einreiben. Kupferfett oder Silberfett oder gibt unterdessen auch Keramikfett. Das ist alles. Also. Ich habe alles gereinigt, leicht abgeschliffen, Bremsreiniger super gereinigt, dann mit Fett, Silber, Kupferfett und so muss das laufen. Und wenn der verklemmt ist, was kommt noch hin? Wenn der verklemmt ist, dann drückt es da immer auf den Klotz und dann nützt sich der eben einseitig ab. Das ist die Ursache, nur Klötze ersetzen würde nichts nützen. Also, ich habe jetzt Fußbremse gedrückt, Handbremse wieder gelöst und dann sollte das so schön einfach laufen. Wenn es bei euch nicht so macht, dann ist die Bremszange auch verklemmt. Kommt öfters vor übrigens. So muss das gut laufen. Könnt ihr aufbocken und probieren. Einfach bis zur Garden-WLAN-Schlag natürlich, mehr geht nicht. So, das war so ein Zusammenschnitt. Das sind etwa 3 Tage, glaube ich, gewesen. Und ja, im nächsten Video geht es dann eigentlich gerade aktuell, was wir heute so erlebt haben und die letzten 1-2 Tage in diesen Bergen oben, wie wir da durch die Bergen uns durchgekämpft haben, Pisten, Flussdurchfahrten. Extrem Abenteuer, also heute extrem viel erlebt. Ich bin noch halb Bergsteigen gegangen. Und sehr schöne Felsformationen und so weiter. Das dann im nächsten Video. Okay, schön wart ihr dabei, wie immer. Daumen hoch und bis bald. Musik